Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am 21. Mai 2017, 2015, nee, 2017, habe ich schon zwei Aufnahmen gemacht, beides Lesungen aus dem Buch Ökumene und Weltregierung, das lange veröffentlicht wurde vor diesem hier. Aber dieses hier liegt mir schon lange auf dem Magen machen zu müssen. Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Ich werde in der letzten Zeit durch so viele andere Dinge in Anspruch genommen, dass es mir schwerfällt, immer mich auf dieses Buch zu konzentrieren. Und ich habe mich jetzt entschieden, es doch zu versuchen, ohne es vielleicht vorher zu lesen, obwohl ich das Kapitel, was heute kommt, vorher gelesen habe und Bilder dafür rausgesucht habe, auf diese Art und Weise machen werde. Das heißt, mit meiner Desktop-Kamera, dann habe ich hinterher nicht die ganze Arbeit, dass ich mir meine ganze Sendung anhören muss und da die passenden Bilder zu suchen muss, sondern kann ich eben das Video so machen, wie es hier ist, und das gefällt mir in der Hinsicht ganz gut, weil das ist ein bisschen weniger Arbeit für mich. Und ich hoffe, dass ihr das auch interessant findet, die Videos so zu schauen. Ich habe ein paar entsprechende Bilder extra rausgesucht für dieses Kapitel. Ich weiß nicht, ob ich das in der Zukunft auch so machen kann, aber ich möchte schon ganz gerne die Videos weiterhin mit dieser Desktop-Kamera machen. Anstatt vorher eine MP3-Aufnahme zu machen und dann Bilder dazu rauszusuchen, weil dieses hier ist spontaner. Man kann eben die Dinge in dem Moment suchen. Ich habe natürlich hier und da Kommentare vorbereitet, aber es sind ja immer irgendwelche Dinge noch, die einem so in dem Augenblick erst einfallen und dass man nicht vorbereitet hat, und das macht ja eben auch Spaß. Also, wir lesen jetzt den nächsten Teil in dem Buch Die geheime Geschichte oder die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Hier haben wir das PDF. Wir sind hier auf Seite 53 in dem PDF. Und um uns noch eben in die Erinnerung zu rufen, worum geht es hier genau? Wir sind in Abschnitt 4, Kapitel 3, das Verschwinden der Kompanie. Da hatten wir ja letztes Mal gestoppt, drüber zu sprechen. Wo ich ja schon bereits gesagt hatte, dass, wenn wir Herrscher des Bösen gut verstanden haben, wir verstanden haben, dass das Verschwinden der Kompanie der Gesellschaft Jesu ja im Grunde ein vom General Lorenzo Ricci in der Zeit lange geplanter Fall war, das zu machen. Nun habe ich letztens etwas gefunden. Das ist noch nicht die Lesung, aber das wird euch vielleicht interessieren. Und das ist hier. Ah, das ist Band 4, das ist verkehrt, ja, das muss ich nicht zeigen. Dieses hier. Das müsste Band 1, Band 2 sein. Ich suche da noch Band 1. Ich weiß nicht, ob mir da vielleicht jemand helfen kann. Nee, das hier ist Band 3. Ja, dann ist es das hier. Band 2. Ich suche noch Band 1. Ich habe Band 2, 3 und 4. Von welchem Buch denn, bitte schön, Jörg? Was erzählst du hier? Das Leben und die Memoiren des Scipio von Ricci. Und ihr kennt natürlich Lorenzo Ricci hier im Bild. Der war der Jesuitengeneral von 1758 bis irgendwo in die 1780er Jahre rein. Offiziell ist er 1775 gestorben, aber das macht ihr mir natürlich nicht weiß. Und vielen anderen, die Geschichte studieren, auch nicht. Es gibt Beweise dafür, dass er noch nach 1776 gelebt hat. Aber hier gibt es das Buch Das Leben und die Memoiren von Scipio de Ricci. Und Scipio de Ricci war natürlich, wie man am Namen sieht, gegenüber Lorenzo Ricci, er war mit ihm verwandt. Nun, das Problem ist, wie gesagt, das ist ein Buch in 4 Teilen. Ich habe Teil 2, 3 und 4. Ich habe Teil 1 online nicht gefunden. Also wer mir damit helfen kann, Teil 1 zu finden. Weiß natürlich, das kommt natürlich jetzt nicht gleich morgen raus, das Video. Aber wenn ich es bis dahin noch nicht gefunden habe, kann sich einmal mal jemand bei mir melden, wenn das kann. Wäre interessant, und ich möchte das eigentlich auch irgendwann gerne mal lesen. Ist natürlich sehr schwer zu lesen, wie ihr selbst seht. Das ist das alte Deutsch einerseits, und andererseits seht ihr, man kann das hier nicht mal irgendwie markieren oder sowas, sondern man kann nur ein Foto davon nehmen von der Seite. Das heißt, dieses PDF, das so im Internet erhältlich ist, kann man nicht irgendwelche Sätze markieren als besonders wichtig, also highlighten. Man kann keine Sachen daraus kopieren
Und man kann eine Note dazu fügen, das geht, add sticky note, also eine Note dazu fügen, eine Notiz dazu fügen, das kann man. Das war es aber auch. Aber das erscheint mir auch mal interessant zu lesen von einem Verwandten, Scipio von Ricci, von dem ich im Übrigen schon so weit gelesen habe, dass die Eltern absolut nicht wollten, dass er dem Jesuitenorden beitritt. Ja. Er war wohl am Anfang der Ausbildung oder so, aber die wollten das nicht. Das finde ich ja schon mal ganz witzig soweit. Naja, was heißt witzig? Auf jeden Fall ist es interessant. Und werde mal sehen. Also wenn ich Band 1 bekomme, dann habe ich doch schon Interesse daran, das vielleicht mal zu lesen. Obwohl, wie ihr gesehen habt, das ist nicht so gerade leicht. Jedenfalls, wir sind hier jetzt immer noch in dem dritten Kapitel hier. Mit dem Verschwinden der Jesuiten, wo ich ja schon gesprochen hatte, über den Papst Clement den 13. und Clement den 14. nehmen wir uns jetzt vor. Ne? Clement den 13. hatten wir ja hier gelesen, der letzte Absatz. Ich lese den eben nochmal vor. Das ist, wo wir letztes Mal aufgehört hatten mit diesem Absatz. Clemens der 13., also Antichrist Clemens der 13., gewählt am 6. Juli des Jahres 1758, war übrigens dasselbe Jahr, wo Lorenzo Ricci das Mandat des schwarzen Generals übernommen hat. Clemens der 13. war ein Ziehkind von Lorenzo Ricci von Anfang an. Widerstand lange Zeit den eindringlichen, die Auflösung der Jesuiten fordernden Gesuchen mehrerer Nationen. Er war im Begriffe nachzugeben und hatte bereits ein Konsistorium, also ein Zusammentreffen der Kardinäle unter seinem Vorsitz, für den 3. Februar 1769 anberaumt, auf dem er die Kardinäle über die Resolution zur Entsprechung der Anliegen dieser Höfe unterrichten sollte. In der Nacht vor jenem besonderen Tage erkrankte er plötzlich und begab sich gerade zu Bette, als er ausrief: Ich sterbe! Die Jesuiten anzugreifen ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Tja, hier lesen wir drunter, wo das herkommt, aber das ist auch ziemlich wurscht, das Zitat. Das ist auf jeden Fall so. Clemens der 13. hat das nicht überlebt. Und dann ein Konklave. Es ist also ein aus den Kardinälen bestehendes Gremium zur Wahl des Papstes, wie heute auch immer noch. Von daher sollte man sich mal die Frage stellen, die Päpste, die Antichriste sagen doch immer von apostolische Nachfolge. Ja? Wie kann denn eine Konklave von Kardinälen eine apostolische Nachfolge machen? Apostolische Nachfolge, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass der regierende Papst seinem Nachfolger die Hand auf den Kopf legt und ihn zu seinem Nachfolger ernennt. Das ist apostolische Nachfolge. Alles andere ist Blödsinn. Ja? Und diese Kardinalkonklave, die schon was seit weiß ich wie vielen Jahren besteht und den Papst wählt, ist im Grunde keine apostolische Nachfolge, auf die der Papst sich ja immer beruft. Nach dem Motto von, ja, wir stammen ja von Petrus ab. Da habe ich heute Nachmittag in meiner Lesung, bin ich da auch drauf eingegangen, von wegen Petrus. Simon der Zauberer, da stammt ihr von ab. Und da gibt es ja in Englisch ein interessantes Buch, aber das erwähne ich jetzt nicht noch alles. Da müsst ihr euch mal die Videoserie von Ökumene und Weltregierung anschauen, da kommt das drin vor. Kann ja nicht alles doppelt und dreifach machen. Also, ein Konklave trat zusammen und dauerte 3 Monate. Schließlich setzte sich Kardinal Ganganelli, der mit bürgerlichem Namen Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli hieß, die Bischofsmütze auf, also die Mitra, und nahm den Namen Clemens der 14. an. Die Höfe, von denen die Jesuiten ausgewiesen worden waren, hielten daran fest, die völlige Auflösung der Kompanie zu fordern. Das Papsttum indes hatte keine Eile, das ureigenste Instrument zur Realisierung seiner Politik abzuschaffen. Und es vergingen 4 Jahre, bis Clemens der 14. gezwungen, durch die starre Haltung seiner Widersacher, die Teile des Kirchenstaates besetzt hatten, die im Jahre 1773 das Aufhebungsbreve Dominus ac Redemptor unterzeichnete. Hier sehen wir im Bild Papst Clemens den 14. und das nächste Bild ist die Bulle Dominus ac Redemptor. Ja. Das heißt Herr und Erlöser. Riccius, also Lorenzo Ricci, der Ordensgeneral, wurde sogar in der Engelsburg interniert und starb wenige Jahre später, schreibt Edmond Paris hier.
Aber da wir Herrscher des Bösen gelesen haben, wissen wir, dass Lorenzo Ricci via einen geheimen Gang Zugang zum Vatikan hatte, von der hier sogenannten Engelsburg, ich komme jetzt nicht mehr auf den italienischen Namen davon, habe ich in Videos von Herrscher des Bösen gebraucht, müsst ihr euch dann halt mal die Serie anschauen, wenn ihr das nicht kennt. Und wir wissen auch, dass er zum Beispiel erwähnt in dem Buch Our Flag, unsere Flagge, als Professor wenige Jahre später, nämlich 1776, in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Zeit der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung auftauchte. Der Professor. Ich habe da jetzt kein Bild hiervon. Ich habe das im Computer. Wenn ihr möchtet, kann ich das gerne mal eben raussuchen. Da müssen wir uns kurz gedulden. Werde ich mal eben sehen. Was habe ich hier? Hoffentlich der Computer arbeitet einigermaßen schnell. Professor. Hier zum Beispiel ist eins der Bilder davon. Le Marchand Professeur. Ja. Und da ist ein französischer Text bei. Ich habe jetzt keine Lust, das zu übersetzen. In Herrscher des Bösen ist das drin. Und hier gibt es noch ein anderes Bild, wo der Professor eben auch bei dem Flaggenkomitee mit abgebildet ist. Entschuldigung, das ist keine tolle Auflösung. Das ist nicht so ein gutes Bild. Die Qualität im Internet ist nicht. Mensch, ich habe einen Schluck auf noch. Entschuldigung. Die Qualität des Bildes im Internet ist nicht so toll, da kann man auch nichts machen. Aber in den Videos, die ich gemacht hatte, ist das drin und da kann man das nachsehen. Also, der Ordensgeneral, der interniert wurde und wenige Jahre später starb, das ist so nicht richtig. Wobei, interessant ist natürlich hier, dass Edmond Paris auch davon spricht, dass er wenige Jahre später starb. Also, was sind denn wenige Jahre später? Wir sprechen hier über 1773. Wenige Jahre, das können ein, zwei sein, das können aber auch fünf, sechs sein. Ja? Und mit fünf, sechs Jahren wäre hier sichergestellt, dass er zur Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten auch noch gelebt hatte. Aber wie gesagt, hier wird für unterstellt, also angenommen, dass er in der Engelsburg wohl gestorben ist. Und das ist eben, wie gesagt, nicht richtig. Das ist nicht übereinzubringen mit Geschichtsrecherche. Hier folgt ein Zitat. Jetzt der Gehorsam, mit dem sich die Jesuiten dem Urteilsspruch des Papstes unterwarfen, war mehr scheinbar als aufrichtig. Ja, sie haben ja nicht für nix ihre geistigen Vorbehalte, die sie gebrauchen. So gingen denn aus ihrer Mitte zahllose Pamphlete und aufrührerische Schriften gegen den Papst hervor, mit lügnerischen Angaben über die bei der Besitznahme ihrer Güter in Rom an ihnen verübten Grausamkeiten. Ende Zitat. Der Tod Clemens des 14., also der die Bulle Dominus ac Redemptor aufgebracht hatte, um die Jesuiten im Grunde zu verbieten, wobei man sich natürlich die Frage stellen muss, diese Breve sehen wir ja hier, Breve oder Bulle, die sehen wir ja hier, als die Jesuiten ins Leben gerufen wurden, geschah das ja auch mit einer Bulle. Die Bulle hatte den Namen Regimini Militantis Ecclesia. Regimini. Ja? Und die Bulle kann man hier sehen. Das ist ja nun kein Geheimnis. Ja? Bulla prima institutionis Bethoniae institutionis societatis Jesu und so weiter und so weiter. Regimini militantis ecclesia. Ich weiß die Auflösung nicht besonders, aber das kann man noch lesen. Also ich hier zumindest kann es lesen. Ja? Regimini militantis ecclesia. Was will ich jetzt eigentlich sagen? Leute, die Bulle ist das kräftigste, das ausdrucksvollste, das stärkste Schriftstück, das ein Papst rausbringen kann. Die wird direkt nach der Veröffentlichung kanonisches Recht. Und ist unwiderruflich. So, wenn aber diese Bulle Regimini Militantes Ecclesiae, die die Jesuiten ins Leben gerufen hat, unwiderruflich ist, wie kann dann ein Papst, auch wenn das knapp 200 Jahre später ist, eine andere Bulle rausbringen, in der er die Kompanie oder die Gesellschaft Jesu verbietet? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und das werden wir im nächsten Kapitel besprechen.
Die Jesuiten sind ja in 1814 wieder aufgetaucht und sind ja wieder offiziell zugelassen worden. Wiederum mit einer päpstlichen Bulle, dieses Mal vom Papst Pius dem Siebten. Und das alleine zeigt doch schon, mit was für einer betrügerischen Organisation man mit der römisch-katholischen Kirche zu tun hat. Man muss doch noch nicht mal weitersuchen als das. Aber diese Widersprüche in sich sagen doch im Grunde schon genug. Also, der Tod Clemens des 14., 14 Monate später, wurde einem Teil der europäischen Meinung denn auch auf die Jesuiten zurückgeführt. Ja, logisch, wer denn sonst? Im Prinzip und im Endeffekt bestanden die Jesuiten nicht mehr weiterhin fort. Ja, wir wissen, dass das gemacht wurde, um die Jesuiten zu säkularisieren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, in alle möglichen Berufe aufzutauchen. Und da gibt es ja also Präsidentenäußerungen von amerikanischen Präsidenten zuhauf. Ich erinnere nur mal an die von John Adams zu Thomas Jefferson, wo er das schreibt. Das werden wir dann wahrscheinlich hier auch noch in dem Buch irgendwann treffen. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Also im Prinzip und im Endeffekt bestanden die Jesuiten nicht mehr weiterhin fort. Das ist nicht wahr. Erstens mal haben sie weiter existiert als die Illuminaten, die sie natürlich zu dem Zeitpunkt, wie ja Adam Weishaupt Haupt gegründet hatten. Habe ich da jetzt auch ein Bild von bei? Nö. Nö, das habe ich nicht. Kann ja nicht alles dabei haben immer. Das ist immer noch die Aufhebungsbrieve hier. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich meinen Faden verloren hier. Das kann eben auch mal passieren. Nicht nur im Live-Video, das passiert mir in der Aufzeichnung auch so. Aber dann drücke ich einfach auf Pause und dann ist vorbei. Dann geht drüber nach und dann war es das. Also, die Illuminaten waren die Frontorganisation, hinter der sie die Jesuiten versteckt hatten, um dafür zu sorgen, dass eben der Jesuitenorden säkularisiert wird. Mit anderen Worten, also, dass das nicht mehr als erkennbar für den normalen Menschen zumindest, nicht mehr als ein päpstlicher Orden oder ein kirchlicher Orden durchging, sondern eben, dass die ganz normale zivile Berufe ausübten, aber gleichzeitig eben Jesuiten waren, von der Ausbildung, vom Training her. Und das ist genau das, was wir heute noch haben. Da gibt es ja dieses interessante Papier, das ich mal von dem Löwensen, also dem belgischen Jesuiten hier, gebraucht habe. Und wer das sehen möchte, wer das verstehen will, der Englisch kann, der muss sich halt das Video anschauen von der Eid der Jesuiten in Englisch. Das ist eine der Sendungen, das findet man in der Abspielliste Nothing but the Truth. Ja? Also wenn ich da hier in meine Abspiellisten gehe, da sind ja verschiedene da, die Abspiellisten, und da habe ich ja Hour of the Truth, das kennt ihr ja. Aber bevor ich Hour of the Truth hatte, hatte ich Nothing but the Truth. Und da muss ich wohl mal eben reingehen hier, weil da ist nicht Platz genug dafür. Hier Nothing but the Truth. Hier ist die Abspielliste. Und in der Abspielliste, ja, Computer ist ein bisschen langsam, ne? Das ist, wenn die Kamera läuft. Nothing but the Truth. Und da gibt es das Video. Wo ist denn das hier? Hier. The Jesuits and the Evil Oath of Induction. Das ist ein Video von im Lauf 2014 irgendwann gemacht, 2 Stunden lang. Und da habe ich auch ein Papier mit bei von einem belgischen Jesuiten, der in dem Augenblick ein Papier gemacht hat über die Ausbildung der Jesuiten, die gut 20 Jahre dauert, wie die aussieht. Und da kann man eben auch daraus erkennen, da wird am Anfang gesprochen von Jesuiten-Koadjutatoren, und das sind eben die ganzen, die eben nicht die Priesterweihe haben, aber eben so im Jesuitenorden mitarbeiten, wie die Leute heute eben auch. Das sind die Leute, die wir kennen aus der Wirtschaft, aus der Justiz, aus der Politik und so weiter und so weiter. Nicht nur in Deutschland, sondern überall. Diese Jesuiten-Koadjutatoren. Ja? Damit so etwas überhaupt erst wirklich entstehen konnte, dafür hat man die Jesuiten damals hier verboten. Aber gut. Ein Zitat von Caraccioli, Vie du Pape Clément XIV, also das Leben des Papstes Clement des 14., sogar in Deutsch erschienen, 1784 auf Seite 245, können wir das nachlesen, das folgende Zitat: Nachdem er das berühmte Aufhebungsbreve unterschrieben hatte, sagte er, indem er sich auf seinen Schreibtisch lehnte: Nun ist sie denn also geschehen.
die Aufhebung. Es gereuet mich nicht. Ich habe geglaubt, es sei meine Pflicht, solches zu tun, und wenn ich es nicht getan hätte, würde ich es noch tun. Aber diese Aufhebung wird mich das Leben kosten. Ende Zitat. Ganganelli hatte recht. Bald begannen die Palastmauern-Plakate sichtbar zu werden. Hier nochmal kurz das Bild von Lorenzo Ricci. Aber ich muss auf das nächste Bild umschalten. Denn bald begannen in den Palastmauern-Plakate sichtbar zu werden, auf denen ausnahmslos diese fünf Buchstaben ISSSV standen. Und jedermann fragte sich, was dies bedeutete. Nun, Clemens verstand sofort und erklärte mutig, Zitat, es bedeutet in September sarà sede vacante. Mit anderen Worten auf Deutsch, im September wird der Bischofsstuhl frei sein. Das heißt, der Papst wird tot sein. Und hier sehen wir eine Münze, die darüber geprägt wurde. Und da können wir lesen, sede vacante MMX3, also das steht für 2018. Ui, das ist ja lustig. Nein, 2013. Sede vacante 2013, Città del Vaticano. Ja? Also, der Stuhl, ja? ISSSW, wie wir hier in dem Buch von Edmond Paris geschrieben steht, der Stuhl ist frei 2013. Das war nach dem Abtritt von Papst Benedikt, dem Deutschen, nachdem er 25 Jahre die Inquisition geleitet hatte und ein paar Jahre Papst spielen durfte, trat er in 2013 ab und der Sitz wurde frei. Und Papst Clement XIV. Erklärt uns hier, dass das heißt, ja, in September sarà sede vacante, also der Bischofsstuhl wird im September frei sein. Darüber können wir auch noch eine weitere Aussage lesen, nämlich Zitat, der Papst Ganganelli überlebte nicht lange die Aufhebung des Ordens, so Scipio di Ricci. Deswegen, Scipion di Riccius, ja, Scipion di Ricci, darum hatte ich gesagt, darum würde ich gerne das Buch von Scipion di Ricci lesen, seine Memoiren. Die Berichte über seine Krankheit und seinen Tod, die durch den spanischen Gesandten zu Rom nach Madrid gesandt wurden, lieferten die unzweideutigsten Beweise, dass er vergiftet worden ist. Aber weder die Kardinäle noch der neue Papst haben, so viel man ersehen hat, keinen Schritt getan, diese Begebenheit aufzuklären. Der Urheber dieser verfluchten und gotteslästerlichen Tat hat sich folglich vor den Augen der Welt verbergen können. Allein wird er der Gerechtigkeit des Schöpfers nicht entgehen, von der ich wünsche, dass sie ihm noch in diesem Leben zuteil werde. Ende Zitat. Das können wir eben nachlesen in Das Leben und die Memoiren des Scipio von Ricci. Band 1, Seite 27. Und das ist eben das, was mich nervt. Ich finde Band 2, 3 und 4... aber nicht Band 1. Und da steht unter anderem das drin. Deswegen möchte ich diesen Band gerne haben. Also, wer mir dabei helfen kann, den zu finden, zu bekommen, bitteschön, dem wäre ich sehr dankbar. Und dann würde ich das auch lesen. Ein weiteres Zitat von Barreau de Ponant, Histoire des Variations de Contradictions de l'Église Romaine, von Charpentier, erschienen 1882 auf Seite 224, können wir lesen. Zitat, wir können mit Bestimmtheit bestätigen, dass Papst Clemens XIV. Am 22. September 1774 durch Vergiftung starb. Und ich füge da noch gerne zu, wieder einmal meine Lesung von Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, wo darauf auch eingegangen wurde, dass man sagte, dem seine Papiere sind eben schnell verschwunden, wie er verweste nach dem Tod. Also da hat irgendein Gift mitgespielt, ohne Frage. Ja, das ist also ziemlich sicher. Und die Jesuiten sind ja die Meister des Gifts. Unterdessen hatte auch die österreichische Kaiserin Maria Theresia, die zwischen 1717 und 1780 lebte, die Jesuiten aus allen ihren Staaten ausgewiesen. Lediglich Friedrich von Preußen, das ist Friedrich II., dem Großen, der König von 1712 bis 1786, und der russischen Kaiserin Katharina II., zwischen 1729 und 1796, waren die Jesuiten als Pädagogen willkommen. In Preußen gelang es ihnen aber nur für 10 Jahre zu bleiben, bis zum Jahre 1786.
Russland zeigte sich ihnen gegenüber länger freundlich, doch riefen sie schließlich auch dort und aus demselben Grunde die Feindschaft auch der Regierung hervor. Die Bekämpfung des Schismas, ja, also das sich nicht unterordnen unter den Papst, sowie das Abhängigmachen Russlands vom Papst, zogen die Jesuiten an, wie das Licht die Motte. Da ist ein Land, das will sich dem Papst nicht unterordnen. Ja, wie geht das denn? Wir müssen hier berücksichtigen, dass wir in Russland natürlich die russisch-orthodoxe Kirche haben. Die russisch-orthodoxe Kirche ist ein Arm, wenn man das so sagen kann, eine Abteilung der griechisch-orthodoxen Kirche. Also überhaupt eben der orthodoxen Kirche, so einfach ist das. Ja? Und die orthodoxe Kirche, und deswegen spricht man hier die Bekämpfung des Schismas, das Schisma war ja bereits aufgetreten in 1054, im 11. Jahrhundert. Da hat sich ja die östliche Kirche von der westlichen Kirche getrennt, weil sie eben nicht die Souveränität des Papstes erkannt hat. Ultramontanism, so wie man das eben auch noch nennt. Und die Kirche, die sich dem nicht unterwerfen wollte, war die Ostkirche. Deswegen spricht man da von der orthodoxen, ne, Kirche. Die Kirche wollte sich dem nicht unterwerfen und aus der griechisch-orthodoxen kam eben auch die russisch-orthodoxe Kirche. Und die russisch-orthodoxe Kirche, das werden wir später auch noch lernen in diesem Buch, ist normalerweise unter dem Schutz des Zaren. Das heißt, der Zar beschützt die Kirche. Wo im Westen die Kirche darauf besteht, den Zar oder den König dann halt oder den Kaiser zu regieren, die spirituelle Macht steht über der temporalen und über der zivilen Macht, sagen sie in Russland, der Staat steht über der Kirche und der Staat hat aber auch die Aufgabe, die Kirche zu schützen. Und deswegen ordnen die sich eben nicht dem Papst unter, so wie das hier in der kleinen Beinote steht, das Schisma, sich nicht unterordnen unter den Papst. Also die Bekämpfung dieses Schismas sowie das Abhängigmachen Russlands vom Papst zogen sie an, die Jesuiten, wie das Licht die Motte. Ist ja logisch. Die haben ja einen Eid geschworen, den Papst überall in der Welt zu vertreten und überall in der Welt die Aufgaben des Papstes zu erfüllen. Und wenn der Papst sagt, ich stehe über aller weltlichen Macht, aber in Russland sagen sie von, nicht bei uns, ja, dann ist das eben ein Schisma, dass die Jesuiten anzieht wie das Licht die Motte. Denn sie sagen, hier finden wir unsere Aufgabe. Russland muss bekehrt werden. Russland muss konvertieren zum römischen Katholizismus, nicht zum orthodoxen Katholizismus, aber zum römischen Katholizismus. Sie starteten ein aktives Propagandaprogramm, fährt der Autor fort, in Armee und Aristokratie und bekämpften die durch den Zaren geschaffene Bibelgesellschaft. Sie errangen mehrere Erfolge und bekehrten Fürst Galizien, das ist Alexander Nikolajewitsch Knasch-Golizin, der lebte zwischen 1773 und 1844, den Neffen des Ministers für Kirchenangelegenheiten. Also kam es zum Einschreiten des Zaren und seinem Ukas vom 20. Dezember des Jahres 1815. Ein Ukas, da eben hier mal kurz zurückgehend, das ist also die Kaiserin Maria Theresia von Österreich, die die Jesuiten nicht hat unterschlüpfen lassen. Und hier finden wir einen Ukas, das ist ein Bild, das ich aus dem Internet habe. Ein Ukas ist im Grunde ein Edikt der russischen Regierung, ein Erlass, ja. Und so kam es also zum Einschreiten des Zaren und seinem Ukas vom 20. Dezember des Jahres 1815. 1815, ein sehr, sehr wichtiges Jahr. Warum? Einerseits haben wir die Schlacht in Waterloo, mit der Napoleon endgültig geschlagen wurde. Ja? Und das ein Jahr nach dem Wiedereinsetzen der Jesuiten in 1814, wo wir gelernt haben, dass Napoleon kam aus Korsika, wo die Jesuiten zur Zeit Unterschlupf gefunden hatten und also als sie verbannt wurden. Ja, also ist interessant, wie das alles zusammenhängt. Ne? 1814 die Jesuiten wieder installiert, 1815 Napoleon geschlagen.
1815 hatten wir dann auch den Kongress von Wien und wir haben dann den Erlass oder den Edikt des Zaren, wo er eben dafür sorgt, dass die Jesuiten aus Russland raus müssen. Dass die Gründe für diesen Ukas, der die Jesuiten aus St. Petersburg und Moskau verbannte, die gleichen waren wie in allen anderen Ländern, muss nicht gesagt werden. Wir mussten feststellen, dass sie die von ihnen erwarteten Aufgaben nicht erfüllten. Statt in einem fremden Lande als friedliche Bewohner zu leben, störten sie die griechische oder eben auch die russisch-orthodoxe Religion, die von alters her in unserem Reiche die vorherrschende ist und auf der Frieden und Glück der Nationen unter unserem Zepter ruhen. So, hier habe ich mir eine kleine Note beigemacht. Frieden und Glück der Nation. Denk mal an den Eid der Jesuiten. Wenn ihr den nicht kennt, dann schaut mal auf meinem YouTube-Kanal, weil ich habe zwar heute am 21. Mai den Eid der Jesuiten in Deutsch noch nicht aufgenommen, aber ich werde ihn in Kürze aufnehmen und der wird auf jeden Fall erscheinen, bevor diese Buchlesung rauskommt. Das ist hundertprozentig sicher. Und dann könnt ihr den Eid der Jesuiten nochmal nachlesen. Und genau da geht es drum. Frieden und Glück der Nationen. Kann ich mal eben gucken, ob ich ihn kurzfristig aufrufen kann. Ah, nicht im Word. Ja, nee. Warte. Eid. Da finde ich ihn dann als PDF. Ja, jetzt startet Word wahrscheinlich auch noch. Dann dauert das ein bisschen. Der Eid der Jesuiten, weil es geht mir hier um Frieden und Glück der Nationen. Warum? Weil wir eben im Eid der Jesuiten lesen, ja, dann suchen wir das jetzt mal eben hier raus, dass da drin steht: Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und Hasses in Gemeinschaften, Provinzen und Staaten zu säen, die sich im Frieden befanden, sie zu blutigen Taten zu animieren, in gegenseitige Kriege zu treiben und Revolutionen sowie Bürgerkriege in Ländern anzuzetteln, die unabhängig und wohlhabend waren, Kunst und Wissenschaft kultivierten und die Segnungen des Friedens genossen. So. Und hier steht eben drin, in einem Zitat von Pierre Dominique, die von alters her in unserem Reiche vorherrschend ist, also die griechisch-russische orthodoxe Religion, und auf der Frieden und Glück der Nationen unter unserem Zepter ruhen. So, Russland hatte also Frieden und Glück. Und dann kamen die Jesuiten, die in ihrem Eid schwören, den Samen des Neides zu säen, blutige Taten zu animieren in Ländern, die die Segnungen des Friedens genossen. So, so einfach ist Geschichte. Sie haben das ihnen entgegengebrachte Vertrauen missbraucht, fährt die Quote hier fort, das Zitat, und die ihnen anvertraute Jugend sowie inkonsequente Frauen von unserer Kirche abgewandt. Wir sind nicht überrascht, dass dieser Orden aus jedem Lande ausgewiesen worden ist und seine Bestätigungen nirgends toleriert wurden. Ende Zitat von Pierre Dominique. Nun habe ich auch hier diesen Satz dunkel eingefärbt. Sie haben das ihnen entgegengebrachte Vertrauen missbraucht und die ihnen anvertraute Jugend sowie inkonsequente Frauen von unserer Kirche abgewandt. Es geht mir vor allen Dingen um den ersten Teil. Die ihnen anvertraute Jugend von unserer Kirche abgewandt. Die Jesuiten sind diejenigen, die das ganze Ausbildungssystem unter sich haben. Die römische Kirche hat es unter sich und die Jesuiten haben es perfektioniert. Die römische Kirche hat in allen Ländern Konkordate und die Konkordate besagen ganz klar und deutlich, dass die römische Kirche das Recht hat, die Ausbildung der Jugend auf sich zu nehmen. Ja? Hier sehen wir übrigens ein Bild von Papst Pius dem 17., dem 7. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Wollte nur mal eben ein anderes Bild haben.
gehen wir nochmal zu Kaiserin Maria Theresia. Der Punkt also hier, sie haben das ihnen entgegengebrachte Vertrauen missbraucht und die ihnen anvertraute Jugend von unserer Kirche abgewandt. Das passiert durch das Ausbildungssystem, in dem wir heutzutage leben, nur so. Das Ausbildungssystem, das unsere Kinder folgen, dem wir gefolgt sind und dem unsere Eltern bereits gefolgt sind, ist beherrscht von den Jesuiten und führt uns weg von der Kirche. Entschuldigung. Führt uns weg von der Kirche. Führt uns weg von der Bibel. Führt uns weg von Jesus Christus. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das wurde hier schon damals zitiert und wir sprechen hier über das 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Okay? Im Jahre 1820 wurden schließlich generelle Maßnahmen zu ihrer Vertreibung aus ganz Russland ergriffen. Infolge dies begünstigender politischer Ereignisse aber fassten sie erneut Fuß in Westeuropa. Als ihr Orden durch Papst Pius VII. Im Jahre 1814, ja, und hier sehen wir Pius VII., feierlich wieder ins Leben gerufen wurde. Daniel Robs, ein französischer Schriftsteller und Historiker, der lebte zwischen 1901 und 1965, ein großer Freund der Jesuiten, bringt den politischen Stellenwert dieser Entscheidung ganz klar zum Ausdruck. Hinsichtlich des Wiederauftauchens der Söhne Loyolas schrieb er, Zitat, es war unmöglich, hier nicht einen Akt der Konterrevolution zu sehen. Ende Zitat. Konterrevolution? Konterreformation, das habe ich hier auch eingeschrieben. Konterreformation. Es war unmöglich, hier nicht einen Akt der Konterrevolution zu sehen, wo der Daniel Robs eingeht natürlich auf die Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, die französische Revolution. Dies wäre dann ein Akt der Konterrevolution. Und ich füge halt hinzu, es ist ein Akt der Konterreformation. Daniel Robs hat das geäußert in der von der Französischen Akademie, die Neugründung der Gesellschaft Jesu, Etude, im September 1959 ist das erschienen. Ja. So, nun haben wir 38 Minuten hinter uns und im nächsten Abschnitt 4 gehen wir weiter, Kapitel 4, die Wiedergeburt der Gesellschaft Jesu während des 19. Jahrhunderts, wo wir ja gerade schon mal eben gelesen haben, dass wir das zu danken haben an Antichrist Papst Pius VII., den wir hier im Bild sehen und der hier den Kaiser Napoleon krönt, der dann aber sagt, ich kröne mich selber und sich selbst die Krone aufsetzt. Nach dem Motto, ich unterstelle mich nicht dem Papst. Ja? Hat er ja auch für bezahlt. Also, in Abschnitt 4, Kapitel 4, lesen wir Wiedergeburt der Gesellschaft Jesu während des 19. Jahrhunderts. Wir erwähnten, dass als Clemens XIV. Gezwungen war, den Jesuitenorden aufzuheben, es war, als sagte er, ich habe mir soeben meine rechte Hand abgeschnitten. Der Satz scheint ausreichend plausibel. Natürlich gefiel es dem Heiligen Stuhl schwer, sich bei der Beherrschung der Welt von seinem wichtigsten Instrument zu trennen, die Jesuiten. Die Ungnade des Ordens, eine durch die Umstände auferlegte politische Maßnahme, wurde von Pius dem VI. Und Pius dem VII., den Amtsnachfolgern Clemens des XIV., allmählich abgeschwächt. Und wenn das offizielle Verschwinden der Jesuiten 40 Jahre dauerte, dann infolge der aus der französischen Revolution resultierenden Umwälzungen. Übrigens, diese französische Revolution, die Umwälzungen, haben auch die Jesuiten von A bis Z gesteuert. Jedenfalls war jenes Verschwinden nie ein völliges. Genau, weil sie hatten sich verborgen hinter der Maske der damals neu gegründeten Illuminaten. Das war ihre neue Frontorganisation. Sich unter die Geistlichkeit mischend, sind die meisten Jesuiten in Österreich, Frankreich, Spanien und Italien geblieben. Man traf sich oder versammelte sich so oft es ging in großer Zahl. Leonor Franz von Tournelli gründete im Jahre 1794 in Belgien die Gesellschaft des Heiligsten Herzens Jesu als Kollegium, also Gymnasium. Und da muss ich nochmal eben drauf anmerken,
In Belgien in 1794, damals bestand Belgien noch nicht, damals hieß das noch Flandern. Oder zumindest doch der Teil, in dem ich hier lebe, hieß Flandern. Inwieweit es Wallonien gab, weiß ich nicht. Habe mich jetzt nämlich auch nicht mit beschäftigt, ist mir völlig wurscht. Aber Belgien, das Königreich, wurde erst 1831 gegründet. Man hat sich nämlich da einen deutschen König importiert, Leopold, und hat den hier zum König gemacht. Das Königreich Belgien gab es 1794 noch nicht, von daher würde ich dann hier auch nicht schreiben, dass der Franz von Tournelly im Jahre 1794 in Belgien die Gesellschaft des Heiligsten Herzens Jesu gründete, sondern dass er das in Flandern tat. Ja, man muss ja schon probieren, geschichtlich auch korrekt zu sein. Und das hat er also als Kollegium, als Gymnasium gegründet. Ob es das hier in Belgien jetzt noch heute gibt, weiß ich nicht, aber hier ist alles voll mit Jesuitenschulen. Ich bin damals auch auf eine Jesuitenschule gegangen, ohne es zu wissen. Weil ich war ja damals noch gar nicht gläubig. Ich habe 2 Jahre an einer Institution hier in Belgien gelernt, in Heverlee, das ist ein paar Kilometer davon weg, wo ich hier wohne, bei Löwen. Das geht von der KÜL aus. KÜL, also KUL, das steht für Königliche Universität Löwen. Und die Königliche Universität hat dann eine Beischule, das heißt Heilig Hart, also das Heilige Herz. Das ist eine Hochschule außerhalb der Universität. Und ich habe da 2 Jahre Marketing studiert in der Zeit. Betriebswirtschaft und Marketing. 1993 bis 96 war das. Und das ist eine Jesuitenschule, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil vor wenigen Jahren, und da findet man auch YouTube-Videos von, ist der schwarze General, nicht der neue jetzt natürlich, wie hieß er? Helft mir mal eben. naja, also der zu der Zeit gültige schwarze General, schwarze Papst, General der Jesuiten, ist da aufgetreten und hat da Interviews gegeben und Auftritte gemacht. Und das war in der Schule, in der ich auch damals war. Aber wie gesagt, in den 90er Jahren hatte ich noch keine Ahnung davon. Und ich hatte auch damals keinen Religionsunterricht. Das weiß ich noch. Da wäre ich da wahrscheinlich sowieso weggelaufen. Da musste ich nichts mit zu machen haben. Adolfo Nicolás, das ist der Name. Jetzt ist er mir eingefallen. Der General Adolfo Nicolás, der ist da in Heverlee aufgetreten. Da gibt es auch Videos auf YouTube von. Könnt ihr euch mal raussuchen. Okay, also. Der Franz von Tournelly gründete 1794 die Gesellschaft des Heiligsten Herzens als Kollegium hier in Flandern. Und viele Jesuiten schlossen sich diesem Kollegium oder Gymnasium an. 3 Jahre später gründete der Tiroler Pacanari, das ist Nikolaus Pacanari, der lebte zwischen 1773 und 1820, der dachte, er wäre ein weiterer Ignatius von Loyola, die Societas Fidei Jesu, Glaubensgesellschaft Jesu heißt das. Der Nikolaus Pacanari meinte, er wäre ein zweiter Ignatius von Loyola und gründete die Glaubensgesellschaft Jesu. Im Jahre 1799 schlossen sich die Gesellschaften zusammen mit Pater Clariviere als Vorsteher. Er war der einzige überlebende französische Jesuit. Also es geht hier um die beiden. Die Gesellschaft des Heiligsten Herzens Jesu und die Glaubensgemeinschaft Jesu gegründet von dem Nikolaus Pacanari. Die verschmolzen 1799 zusammen mit Pater Clariviere als Vorsteher, der einzige überlebende französische Jesuit. Im Jahre 1803 schloss man sich den russischen Jesuiten an. Ja, da wurden sie ja von angezogen, wie die Motten das Licht anzieht. Etwas Zusammenhängendes wurde wieder lebendig, was der Wahrnehmung der breiten Masse aber und sogar der meisten Politiker zunächst entging. Das ist ein Zitat von Pierre Dominique, den wir ja vorher schon gelesen hatten. Und hier steht auch noch bei, als Fußnote habe ich mir eben nochmal angestrichen, er wurde vor den Heiligen Stuhl gebracht, in der Engelsburg eingekerkert und schließlich Opfer eines Attentats. Der Tiroler Pacanari, der also die
Der meinte, er wäre ein weiterer Ignatius von Loyola. Das ist ja dann lustig, dass er in der Engelsburg eingekerkert wurde, wie ja angeblich Lorenzo Ricci auch damals. Und Opfer eines Attentats wurde, also wohl vergiftet wurde oder was auch immer. Naja, Größenwahn, wenn man denkt, dass man ein zweiter Ignatius von Loyola ist wahrscheinlich. Hä? Naja, die Französische Revolution sowie das nachherige Kaiserreich, also das erste Kaiserreich von 1804 bis 14 unter Napoleon dem I., das ja dann 1815 sein Ende nahm in Waterloo, gaben der Societas Jesu die unerwartete neue Glaubwürdigkeit. Es kam zu einer Abwehrreaktion gegen in den alten Monarchien aufkommende neue Ideen. Mal eben sehen, was wir hier von Bildern haben. Das wird gleich wichtig sein zu erscheinen, schätze ich mal. Ne, habe ich bis jetzt noch nicht drüber gelesen. Ne, das kommt gleich noch. Napoleon der I., also der Kaiser der Franzosen, den wir ja alle kennen, beschrieb die Kompanie als, Zitat, sehr gefährlich. Sie werden niemals im Reich, also in Frankreich, erlaubt sein. Ende Zitat. Als aber die Heilige Allianz, ein Bund zwischen Russland, Österreich und Preußen. Das ist doch mal interessant. Als aber die Heilige Allianz, ein Bund zwischen Russland, Österreich und Preußen, siegte, verschmähten die neuen Monarchen dieser Heiligen Allianz beim Zurückbringen des Volkes unter striktem Gehorsam die Hilfe dieser Absolutisten nicht. Sie verschmähten die Hilfe der Jesuiten nicht. Heilige Allianz. Russland, Österreich und Preußen. Und weil die Jesuiten damals erfahren hatten, was es heißt, wenn Deutschland und Russland sich miteinander verbinden, deswegen mussten die zwei im Zweiten Weltkrieg sicherlich aufeinander stoßen. Sind sie ja schon im Ersten Weltkrieg. Wie heißt es so schön im Eid der Jesuiten? Heimtückisch den Samen des Neides zu sehen und zu blutigen Taten animieren in Staaten, die Segnungen des Friedens genossen. Ja, kommt das bekannt vor? Die Zeiten aber hatten sich geändert. Alle Geschicklichkeit der lieben Patres konnte die Verbreitung liberalen Gedankenguts lediglich verzögern, aber nicht stoppen. Und ihre Anstrengungen waren eher schädlich denn nützlich. In Frankreich erlebte dies die Restauration auf bittere Weise. Ludwig der 18., der König war von 1755 bis 1824, ungläubig und cleverer Politiker, versuchte, soweit er irgend konnte, das Emporkommen der Ultramontanen aufzuhalten. Unter Karl dem 10., ein französischer König, den habe ich jetzt hier gar nicht, doch, hier ist er doch, Karl der 10., siehst du, wusste ich doch, dass ich den dabei habe, ha? Unter Karl dem 10., aber engstirnig und sehr fromm, hatten es die Jesuiten leicht. Das Gesetz, das sie im Jahre 1764 verbannte, war noch in Kraft. Dass sie im Jahr 1764, ja, aus Frankreich verbannte, das war vor der Verbannung 1773 in total. Völlig egal. Der berühmten Kongregation, also Ordensgemeinschaft, dem Opus Dei, Gottes Werk, hier sehen wir das, Erster Sorte wurde Leben eingeblasen, vorgebend die Armee, das Richteramt, die Verwaltung, das Lehramt zu reinigen, war diese fromme, aus Geistlichen und Laien zusammengesetzte Bruderschaft allerorts zu finden. Überall im Land hielt sie Missionierungen ab. Gedenkkreuze aufstellend, wohin sie auch kam. Viele davon gibt es heute noch. Sie stiftete die Gläubigen dazu an, die Ungläubigen zu bekämpfen. Und ward selbst derart von Hass erfüllt, dass sogar der so katholische und legitimistische Montlosier ausrief, Zitat, überall legen unsere Missionare Feuer. Montlosier, hier im Bild. Überall legen unsere Missionare Feuer. Wollte wer uns irgendetwas schicken, hätten wir lieber die Pest von Marseille als mehr Missionare. Ja, im Jahre 1720 waren mehr als 70.000 Tote zu beklagen in der Pest in Marseille. Lieber die Pest von Marseille als mehr Missionare des Jesuiten oder in diesem Fall selbst Opus Dei-Ordens.
Im Jahre 1828 entzog Karl X. dem Orden das Lehrrecht. Doch war dies zu spät. Die Dynastie brach im Jahre 1830 zusammen. Karl X. Verhasst und mit Schande bedeckt blieben die Söhne Loyolas dennoch in Frankreich, aber im Verborgenen, da der Orden offiziell noch aufgehoben war. Ludwig Philipp, König der Franzosen bis 1850 und Napoleon III., selbst erklärter Kaiser der Franzosen bis 1873, tolerierten sie. Von der Republik unter Julius Ferry wurden sie im Jahre 1880 lediglich verstreut. Die Schließung ihrer Einrichtung war nur im Jahre 1901 unter dem Trennungsgesetz wirksam. Das Trennungsgesetz von 1899 bis 1905, wo die Kirche und der Staat in Frankreich getrennt wurde. In der Zeit war die Verbannung oder die Schließung ihrer Einrichtungen wirksam, sonst nicht mehr. Beim Kampf gegen neue Ideen war die Geschichte der Kompanie während des 19. Jahrhunderts in Amerika und halb Europa genauso voller Höhen und Tiefen wie in der Vergangenheit. Jetzt folgt ein längeres Zitat von Böhmer, den wir ja schon öfter zitiert hatten. Siegten irgendwo die Liberalen, eben mal schauen, ob ich hier ein neues Foto habe. Das ist auch mal interessant. Ne? Adams, ja, okay, das kommt gleich noch. Siegten irgendwo die Liberalen, also Freiheitlichen, so wurden sie meist ausgetrieben. Siegte dagegen die Reaktion, also die Gesamtheit der fortschrittsfeindlichen Kräfte, dann stellten sie bald in aller Stille sich wieder ein, um Thron und Altar zu verteidigen. Und ich würde sagen, auch zu vereinen. So wurden sie in Portugal 1834, in Spanien 1820, 1835 und 1868, in der Schweiz 1848, in Deutschland 1872, unter Bismarck damals, in Frankreich 1880 und 1901 ausgewiesen. In Italien seit 1859 allmählich an all ihrer Schulen und Häuser beraubt, so dass sie darauf verzichten mussten, in der durch das Statut vorgeschriebenen Form zu wirken. Nicht anders erging es ihnen aber in den Republiken des lateinischen Amerika. In Guatemala wurde der Orden 1872, in Mexiko 73, Brasilien 74, in Ecuador und Kolumbien 1875 und in Costa Rica 1884 unterdrückt. Ganz unbehelligt blieb er nur in den überwiegend protestantischen Staaten England, Schweden, Dänemark, den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Diese Tatsache erscheint auf den ersten Blick sehr wunderlich. Aber sie erklärt sich einfach aus dem Umstande, dass die Patres hier nie daran denken konnten und daher auch meist nie daran dachten, Einfluss auf die innere Politik zu gewinnen. Das taten sie jedoch auch hier mehr der Not gehorchend als dem eigenen Triebe. Denn anderwärts waren sie durchaus nicht so zurückhaltend, sondern benutzten jede Gelegenheit, um auf Gesetzgebung und Verwaltung in ihrem Sinne einzuwirken, sei es direkt durch geschickte Bearbeitung der regierenden Kreise, sei es indirekt durch fleißige Agitation unter den katholischen Massen. Ende Zitat. In Wahrheit war diese Unempfindlichkeit der protestantischen Länder gegen jesuitische Unternehmungen weit entfernt davon, vollkommen zu sein. Und hier kommen wir jetzt auf ein paar amerikanische Präsidenten zu sprechen. Deswegen habe ich hier das Foto von John Adams schon mal eingefügt mit seinem Zitat: Freiheit, einmal sie verloren ist, ist sie für immer verloren. Ein Zitat. Hier haben wir Thomas Jefferson und hier haben wir Napoleon III. Im Bild. Alles Bilder, die wir hier für diese Buchlesung brauchen können. Und dann hier natürlich noch die Œuvre Napoleon. Aber da lesen wir ein anderes Mal drüber. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Graf von Montalbert, ja. Also,
Wir haben hier ein paar Zitate der amerikanischen Präsidenten. Fangen wir an mit John Adams. In Wahrheit war diese Unempfindlichkeit der protestantischen Länder gegen jesuitische Unternehmungen weit davon entfernt, vollkommen zu sein. So schrieb Philip Miller, in den Vereinigten Staaten hat die Gesellschaft gesetzlich in keiner Weise angefochten. Ja? Gesetzlich in keiner Weise angefochten. Seit langem eine planmäßige und sehr wirkungsvolle Tätigkeit entfalten können. Bei diesem Satz muss ich mal irgendwie stehen bleiben. Ihr erinnert euch doch sicher an meine Lesung von Herrscher des Bösen? Hoffe ich. Wenn nicht, dann schaut das. In meiner Lesung von Herrscher des Bösen wird ganz deutlich ersichtlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika von Anfang an ein jesuitisch gegründetes Land waren. Ja? Ich will da jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, das habe ich in der Vergangenheit mehr als genug gemacht. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Jesuiten niemals verwiesen worden. Deswegen schreibt Philip Miller hier, in den Vereinigten Staaten hat die Gesellschaft gesetzlich in keiner Weise angefochten, seit langem eine planmäßige und sehr wirkungsvolle Tätigkeit entfalten können. Zitat, mir gefällt die Auferstehung der Jesuiten nicht, hatte schon im Jahre 1816 der Altpräsident John Adams hier im Bild an seinen Nachfolger Thomas Jefferson hier im Bild geschrieben. Zitat, werden wir nicht ganze Schwärme von ihnen hier haben, in so vielen Formen und Verkleidungen, als nur je ein Zigeunerkönig sie angenommen hat, in der Verkleidung von Druckern, Verlegern, Schriftstellern und Schulmeistern? Wenn je eine Vereinigung von Menschen ewige Verdammnis auf Erden und in der Hölle verdient hat, dann ist es die Gesellschaft Loyolas. Trotzdem aber muss unser System der religiösen Freiheit auch ihnen Asyl bieten. Ende Zitat. Und Jefferson hatte seinem Vorgänger daraufhin geantwortet, gleich ihnen missbillige auch ich die Wiederherstellung der Jesuiten. Denn dieses Ereignis bedeutet einen Schritt nach rückwärts vom Licht zur Dunkelheit. Die so ausgedrückten Befürchtungen sollten sich, wie wir sehen werden, ein Jahrhundert später bewahrheiten. Dann sprechen wir über den nächsten 30-jährigen Krieg im nächsten Abschnitt, Abschnitt 5. Und da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ich hatte das eigentlich geplant auch zu lesen, aber das wird dann halt die nächste Lesung, ist ja nicht weiter schlimm, aber ich möchte nochmal eben auf das Zitat hier von John Adams eingehen. Er sagt hier, ganz wichtiger Satz, ganz, ganz, ganz wichtig, trotzdem aber muss unser System, also das System der Vereinigten Staaten von Amerika, der religiösen Freiheit auch ihnen ein Asyl bieten. Das war von Anfang an die Absicht bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. In der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika steht geschrieben, dass der Kongress keine Gesetze machen soll zur Ausübung einer Religion. Also, dass es in Amerika eine Religionsfreiheit gibt. Nun, Religionsfreiheit ist etwas, was die römisch-katholische Kirche niemals zusteht. Aber was sie natürlich, wo sie nachschreit, wenn sie in der Unterzahl ist. Zur Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika gab es noch nicht einmal 2% der Bevölkerung, die katholisch waren. Es waren, glaube ich, 1,2% katholisch, 0,8% jüdisch und der Rest war protestantisch. Verschiedene Denominationen, davon ganz abgesehen, aber eben protestantisch. Heute sind offiziell, denke ich, ungefähr 30% der Amerikaner katholisch, wenn es nicht mehr sind. Und natürlich gibt es mehr Amerikaner. Damals, 1776, gab es 25 Millionen und heute 320 Millionen. 30% von 320 Millionen ist mehr als, als
2% von 25 Millionen, ne? In der Zeit damals. Das System der amerikanischen Religionsfreiheit muss den Jesuiten Asyl bieten. Und genau das war beabsichtigt, als sie die Verfassung der Vereinigten Staaten entworfen haben. Geht zu meiner Lesung von Herrscher des Bösen, wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt. Ich kann hier nicht alles wiederholen, was ich damals gesagt habe, aber der Punkt ist, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika, das damals protestantisch war, genau wie England, es Katholiken verboten war, öffentlich Messe zu halten und dass sie keine öffentlichen Ämter bekleiden durften. Das heißt, sie konnten nicht in die Regierung eingreifen. Aber mit der Religionsfreiheit 1776, mit der Unabhängigkeitserklärung, fielen diese Restriktionen weg. Und Präsident Adams sagt es hier: Trotzdem aber muss unser System der religiösen Freiheit auch ihnen ein Asyl bieten. Ja, und Jefferson antwortet da dann drauf: Gleich Ihnen missbillige ich auch ich die Wiederherstellung der Jesuiten, denn dieses Ereignis bedeutet einen Schritt nach rückwärts, vom Licht zur Dunkelheit. Und dieser Schritt gibt auch zu erkennen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das zweite Tier aus Offenbarung 13 sind. Wegen der Jesuiten darin. So, wir haben doch ein paar Seiten geschafft in dem Buch, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Fragen und Bemerkungen könnt ihr natürlich immer in die Kommentarsektion schreiben oder mir auch eine persönliche Nachricht schreiben über YouTube. Hierfür belasse ich es dabei und lese nächstes Mal weiter im nächsten Kapitel, das dann heißt Das Zweite Kaiserreich und das Falloux-Gesetz, der Krieg von 1870-1871. Und ja, ich hatte geplant, das mit reinzunehmen, bin aber hier mit einer Stunde zugekommen und von daher lassen wir es dabei bei dieser einen Stunde. Bis zum nächsten Mal. Joggler66 von Stunde der Wahrheit wünscht euch noch einen schönen Tag und möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Joggler66, Jörg, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of a Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope
and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.